Einen schönen guten Tag wünsche ich euch, Leute. Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, wir sind inmitten des Geistertempels. Es kommt mir fast so vor, als wären wir nur noch in Tempeln irgendwie oder in irgendwelchen Dungeons, aber es ist ja so gut wie das Gleiche. Beziehungsweise es ist das Gleiche. Und ich höre die Hand. Die Hand kommt runter. Boah, als kleines Kind sind die Gegner um einiges härter. Also härter als wenn man groß ist, ne? Aber trotzdem, oh, ich höre nur Fledermäuse hier. Da muss irgendwie so eine richtige Ansammlung sein oder so. Ja, die Skulltula macht natürlich auch noch massiv Geräusche. Und ich wollte eigentlich nach dem letzten Part die Helligkeit ein bisschen höher stellen, aber ich hab's vergessen. Sind die jetzt hinter dem Gitter oder was? Was soll ich hier überhaupt noch tun? Ah ja, die Dings-Rubine sammeln hier, die Silber-Rubine, ne? Ne, die können mich anscheinend nicht treffen, auch wenn die es irgendwie versuchen, aber die sind eindeutig auf der anderen Seite, so. Hier noch irgendwas? Ich guck mich mal um. Ja, da oben in der Ecke. War ja klar. An den Stellen, wo es am schwersten ist, sie zu erreichen. Ach so, ich komme da gleich durch. Oh, jetzt muss ich aber auf der Hut sein, in den Fledermäusen. Komm, treff. Zack. Okay, die ist gut, oder darum kümmere ich mich gleich. Noch irgendwas? Nee, okay. Die Gegnermusik hat nachgelassen. Super. So, einmal. So. Zack. Und jetzt gleich mit dem Bumerang nachziehen. Okay. Ja, ich hätte trotzdem gerne mal diese... Oh, wieso ist das schon wieder ein Gegner? Die Fackeln da hinten angezündet. Ja, wir haben ja als Kind Dekostäbe, ja. Das ist auf jeden Fall mal ein Vorteil des Kleinseins. Ja, des Kleinseins. So. Noch irgendeine Fackel? Nee. Scheint nicht so zu sein. Zack. Zack. Ist die Kiste da hinten aufgetaucht? Ja. Hier auf dem schönen Teppich. Oder nee, der ist nur aufgemalt, ne? Ein aufgemalter Teppich, ja. Was wünscht man sich mehr? Oh, und ich glaube, ich mache jetzt einfach mal mitten im Party die Helligkeit ein wenig hoch. Okay, die ist eigentlich schon auf 3. Trotzdem hier mal volle Pulle hier 5 raushauen. Okay. Ja, hoffentlich geht er da. Ja, der Nachteil ist natürlich, dass er schneller alle geht, aber ich hoffe noch nicht in diesem Part, ja. Jetzt kann ich auf jeden Fall mal besser sehen. Boah, ist aber auch wahnsinnig viel Dreck auf dem Display, ey. Wie kommt denn das? Das war bestimmt mein Bruder, ne? Nee, ich kann das ja nicht selbst gewesen sein, ne. Das war bestimmt mein Bruder. So, hier ein paar Sachen. Den Schlüssel brauchten wir, um hier in der Mitte weiterzukommen. Und ich höre schon wieder ein Skulltula. Wo bist du? Ah, ne, das sind normale. Okay, ich dachte schon eine goldene. Wobei, da ist ja doch eine. Zack, das läuft schon mal. Und trifft er? Ach komm, ich kletter erstmal ein bisschen hoch, dann kann ich den einfacher erreichen. So, zack, 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 zack. Boah, wie Link an der spiegelglatten Fläche einfach mal so hochklettern kann. Unglaublich, diese Skills von dem Jungen. Zack. Jetzt müssen wir gleich die... Ja, noch 2, dann haben wir die 50 erreicht, Leute. Super. Ja, ich hoffe, das nächste Mal kriegen wir nicht so einen Crap wie letztes Mal. Denn das mit den Krabbelminen, das war ja schon... Das war ja schon irgendwo eine Frechheit, ne? So eine Sonne. Wow. Wo kommt das denn her? Ja, Entschuldigung. Ich hoffe, das war nicht so laut. Aber naja, später komprimiere ich ja eh alles, von daher sollten solche Aktionen auch nicht zu stark aufs Ohr gehen. Ich kann es ja auch, ja, ich könnte es im Endeffekt ja auch entfernen, ne? Aber ich weiß nicht. Mich stört sowas eigentlich nie und ich lasse mich hier sau oft treffen. Ich sollte vielleicht mal den Schild benutzen. Ich lasse mich hier sau oft treffen, aber ja, es gibt immer so Sachen irgendwie bei Let's Playern, die sind total pingelig irgendwie. Achso. Und, ich weiß nicht, die stören mich mal so gar nicht. Achso, jetzt brauche ich sogar die Krabbelminen. Wo ist es? Okay, ein Stück hier. Okay. Klappt. Daher hat uns dieser Typ, wollte uns wahrscheinlich deshalb auch die Krabbelminen verkaufen, aber ich hatte ja zufällig welche. Haben wir eigentlich doch Glück gehabt, dass wir an diesen Stand gegangen sind, wenn es jetzt an den Krabbelminen gescheitert hätte. Soll ich den einfach mal runterschieben? Komm, ich schieb den einfach mal runter. Ah! Nicht selber runterfallen, bitte. Okay. Boah, die Frage ist jetzt, wo gehen wir lang? Was ich sagen wollte, ich finde, manche Let's Player sind total pingelig.
So ein Husten muss natürlich raus und ach, das, was ich vorhin gemacht habe, so die Helligkeit ein bisschen höher machen, das geht ja auch nicht, ne? Das ist ja höchst unprofessionell, aber ich weiß nicht, irgendwie denke ich auch, ein Let's Play muss ja auch gar nicht professionell sein, oder? Das wäre auch dann total langweilig, wenn ein Let's Play total professionell wäre. So, die sind sogar gut, die Krabbelmähen. Das ist das erste Mal, dass ich die hier effektiv nutzen darf. So, mal nochmal die Nachexplosion hat mich getroffen, aber gut. Ist ja irgendeine Fackel, die schon läuft. Dann könnte ich nämlich hier mit dem Dekostab rumrennen. Ich komme nicht dazu, was zu sagen, ne? Ja, das mit der Ja, lass dich einfach nochmal treffen. Du lernst ja auch nicht aus der Sache. So, das mit der Professionalität. Kann man das so sagen? Ich glaube nicht. Das ist doch irgendwie eine unnötige Sorge, oder? Nur weil jetzt irgendwie einer gehustet hat oder so, findet der doch nicht den Part schlecht oder so, ne? Trotzdem, ja, auf Dauer kann es natürlich nerven, das kann ich verstehen, aber sowas passiert in der Regel ja auch nur selten. Ja. Zack. Zack. Oder sowas, oder wenn man sowas macht, dann rausschneiden. Gut, das braucht man jetzt auch nicht unbedingt, wie ich finde. So, die Sonne müssen wir bestimmt in das Sonnenlicht stellen. Also in diesen Lichtkegel dort vorne. So, schieben wir einfach mal das hier rüber. Da versperren wir uns zwar optimal den Weg, obwohl, nee, doch nicht. Aber können das hier sofort dort rüber schieben. Meine Nase juckt tatsächlich, ja. Es wurde schon in den Kommentaren geschrieben. Cornel oder, ja, doch, Cornel hat mich angesteckt mit diesem Nasejuckreiz. Das hatte ich noch nie, ne? Aber, ja, ist wahrscheinlich, ja, ich habe mich über die Videos angesteckt, das ist ganz klar. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, es ist auf jeden Fall die Tür schon mal auf, aber ich würde liebend gern alle Fackeln anzünden, ja. Und dagegen laufen natürlich. Aber das dürfte jetzt eigentlich nicht so schwer sein, die anzuzünden. Ist da oben noch eine? Nee, sieht nicht so aus. Wir sind ja total wenig Fackeln. Wo ist denn hier noch eine Fackel? Da ist noch eine. Jetzt habe ich das nicht geschafft. Ist mir egal, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Zack, der Busch! Okay. Bringt es was? Oder habe ich jetzt tatsächlich irgendeinen übersehen? Hier oben drauf wahrscheinlich. Ja, es ist immer noch so dunkel auf meinem Display. Ich verstehe es nicht. Ich habe die Helligkeit ja vorhin ganz hoch gedreht. Ihr habt es gesehen. Oh, ja. Dort vorne. Gut, das hatte jetzt nicht wirklich was mit der Helligkeit zu tun, aber sie ist trotzdem schön. Ne, ganz klare Sache. Oder sagt bloß, man muss das hier schnell machen oder so ein Scheiß. Ist die andere wieder ausgegangen? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja gut, dann mache ich nochmal von vorne. Die Frage ist, soll ich jetzt vielleicht lieber warten, bis die nochmal ausgegangen ist? Ja, okay, das geht relativ schnell. Dann sputen wir uns mal. Zack. Ja, die konnte man aber auch leicht übersehen. Die war ja so blöd in der Ecke. Nicht gegenlaufen, super. Und... okay, das gibt in jedem Fall was. Ob das was Gutes sein wird, ich denke nicht, aber... wo waren das jetzt überhaupt? War das nicht hier vorne irgendwo? Das war doch auf irgendeinem Geländer drauf. Bestimmt dort hinten. Ja, genau. Oh, ich laufe da immer fast gegen. Zack. Und hoch. Ja, jetzt haben wir für diesen Raum so lange gebraucht, ne? Ja, ne? Ja, es ist auch egal, ne? Wir haben jetzt den kleinen Schlüssel, den wir in jedem Fall irgendwann irgendwo brauchen werden. Da bin ich mir relativ sicher. Oh, sogar gleich hier und ich bin eine Skulptur. Die ist doch bestimmt... ja, das war klar. An einer Stelle, in der man sie im Normalfall übersieht, wenn man nicht den Sound zuhört. Jedenfalls. Zack. Und... ich war viel zu früh dran, aber ist mir egal. Zack, machen wir das auf. Das sieht nach irgendeinem Fight aus, ja. Ganz eindeutig. Und der hier sieht auch nicht gerade nett aus. Hey, steht er auf einem Stuhl der Zeit? Boah. Muss ich nachher vielleicht mal ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht. So, ich will den mal scannen. Ein Eisenprinz. Oder der Eisenprinz. Nimm dich vor seiner schweren Axt in Acht. Schlage zu, wenn seine Deckung vernachlässigt. Ja, das ist irgendwie das, was wir sonst auch immer hören. Nichts Neues. Boah, aus den Dingern kommen aber mega viele Herzen raus. Zack, immer so. Boah. Zack, zack. Ah. Ich glaube, wenn wir einmal getroffen werden, verlieren wir sau viele Herzen. Aber ja, der ist ein wenig unachtsam und auch ein bisschen langsam, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, kaum sage ich das, rächt er sich.
Er rächt sich für meine bösartige Aussage. Zerstör bitte mal das hier. Hey, sein komischer Stuhl ist weg. Ich wollte doch die Sekunde der Zeit mal ausprobieren. Na egal. Dann wird es auch bestimmt nichts Großartiges sein. Hier und da mal einen Schlitzer an den Rücken hauen. Kann nicht schaden. Zack. Ah, jetzt hat er schon seine Maske verloren. Ich glaube, jetzt ist er ein bisschen schneller, aber ob ihm das viel bringt. Okay, er ist definitiv schneller. Zack, zack, zack. Ah. Okay. Ja, komm, der ist kein Problem. Wann ist er denn endlich down? Ah! Wenn man vom Teufel spricht oder vom Nicht-Teufel, wird Lava ich? Ich weiß es nicht. So, ein paar Herzen noch einsammeln in den anderen Säulen wird wohl nichts Großes gewesen sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Okay. Das ist Tageslicht, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Hey, was ist Aaron? Überrascht mich zu sehen? Nee, eigentlich nicht. Ich habe dich schon in der Zukunft gesehen. Lange Jahre in der Zukunft bedeuten anscheinend gar nichts. Hier sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit sei reine Legenden seien. Aaron, du hast viele Erfahrungen gesammelt. Das Schicksal Hyrule liegt nun von nun an in deinen Händen. Vielleicht ist mal meine Zeit jetzt vorüber. Hier ein letzter Rat. In diesem Tempel hausen zwei alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlage sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Möchtest du das, was ich gesagt habe, noch einmal hören? Nö. Ich werde dich weiterhin beobachten. Viel Glück. Boah, der ist der Stalker schlechthin. Die Silberhandschuhe. Trägst du sie, hast du die Kraft, mit sehr schweren Dingen anzuheben. Aber einem kleinen Jungen sind sie zu groß. Dem hast du sie versprochen, Naboru zu geben. Halte dein Versprechen, ja. Okay, dann werden wir das tun, oder wer... Da passiert was. Oh, oh. Ich höre Schreie. Hey, was macht ihr miesen alten Weiber mit mir? Ah, lass mich! Oh oh, das sieht nicht gut aus. Ihr widerlichen alten Hexen, ihr seid Gandalfs ekliges Sklaven. Flüchte, Aaron, schnell! Verdammte Hexen, sie setzen schwarze Magie gegen mich ein. Oh oh, das ist krank. Ja, und die verschwinden jetzt einfach mal wieder dreist in den Tempel zurück, alles klar. Okay. Vorsichtig gucken. Ich glaube, das war die erste Hälfte des Dungeons. Die war relativ einfach. Schon wieder eine Windböe oder was? Die war relativ einfach, aber es ist nämlich so ein, ja, so ein etwas merkwürdiger Dungeon, den wir müssen. Ja, wir müssen tatsächlich wieder in die Zukunft, um weiter zu gelangen. Denn ihr habt ja schon gehört, diese Handschuhe, mit denen wir schwere Dinge annehmen können, die passen nur einem Erwachsenen. Von daher ist ja relativ klar, was wir nun tun werden. Wir gehen zu dieser Stelle der Zeit und stülpen uns dann die Handschuhe über und können so einen neuen Bereich erkunden. Finde ich eigentlich genial gemacht, ne? Also. Ja, ist schon nicht schlecht, also das ist ja eigentlich, ja, dieser Zeitwechsel gehört ja, also das ist ja eigentlich die Besonderheit an Ocarina of Time, und den in einem Dungeon einzusetzen ist eigentlich schon ziemlich cool. Gerade bei einem Dungeon, bei dem man einmal kurz nach außen geht, um, dort das Lied schnell spielen zu können, und ja, so kann man auch schnell wieder zurück, denn wir haben ja, wir müssen ja nichts Großes mehr machen. Also wir können jetzt einfach reingehen und schwupp sind wir wieder mitten im Geschehen. Bum, 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 bum. Dun, 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 zum Wüstenkoloss. Ich
mein Mikro rauscht wieder gerade so bescheuert irgendwie. Ich habe mich gerade einmal gemutet, weil ich ja Schnupfen hatte. Da haben wir gerade von Professionalität gesprochen, dann mache ich sowas. Ja, ich weiß, aber... Ja, sowas euch antun, hier so in dein Taschentuch zu rotzen, während das Mikro nur ein paar Zentimeter daneben ist. Beziehungsweise mein Headset. Das ist ja auch nicht irgendwie der Sinn der Sache, ne? So, haben wir die direkt an? Ja, super. Können wir da gleich das bewegen? Das konnten wir am Anfang nicht, wenn ihr euch erinnert. Oder war es schon im letzten Part? Ich glaube schon. Ja. Ja, ich weiß, ich hab die Übersicht hier. So, da ist wieder so ein Typ. Den mache ich einfach mal mit einer Bombe ein bisschen kaputt. Da fliegt der schöne Kopf ab. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Oder? Na, wobei, an sich muss ich es ja irgendwo gesehen haben, denn... Oder ist das vielleicht nur so ein Extra-Raum? Boah! Was machst du denn hier? Zack! Ach komm, kannst du ihn auch mal erwischen? So, das ist doch nur so ein billiger Wolfoss oder so. Ach komm, der kann doch... Kann er sich überhaupt mit seinen Klauen verteidigen? So, hier mit dem Pfeil mal getötet. Soll ich hier etwa das Lied hier spielen? Das würde Sinn machen. Aber ich glaube, hier ist irgendwo eine große Truhe, aber die habe ich noch nie erreicht irgendwie. Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Aber, ja doch, da erscheint die Truhe, ja, das habe ich mir gedacht. Aber die habe ich irgendwie nie erreicht. Hier ist nichts mit dem Auge der Wahrheit. Nee. Und ja, mit den Flügelschuhen komme ich dann... Oh, ich bin nicht dumm. Ich kann mich doch einfach so dahin ziehen, ne? Oh, bin ich dumm. Das habe ich nie geschafft. Oh, Gott. Ich glaube, da ist auch nur sowas wie ein Kompass drin oder so. Oh, nein. Ey, wie einfach das ist. Ja, es ist der Kompass, ja. Und den hatte ich in diesem Dungeon nie gesammelt. Oh, Gott. Das war eine relativ dumme Aktion, ist mir aufgefallen. Ja. Außerdem sind in diesem Dungeon, glaube ich, kaum Kisten oder so, ja. Relativ selten jedenfalls. Ach, wollte uns Navi vielleicht gerade sagen, dass, ja, Ganondorf vielleicht in der Wüste sein könnte und wir dort nach ihm suchen sollen? Das wäre mal eine ganz neue Info gewesen. Wow, komischer Kamera-Switch. Wie kommt man da ran? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich höre eine goldene Skulptur da. Ganz in der Nähe. Oder ist sie vielleicht dort hinter? Ja, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich schon. Einmal hier. Dun, 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 dun. Die Hymne der Zeit. Irgendwie muss man die Hymne der Zeit aber auch relativ selten spielen, ne? Dabei ist es auch eigentlich das besondere Lied daran, ne? An The Legend of Zelda oder nicht. Sehe ich da vielleicht irgendwas falsch? Ich weiß es ja nicht. Ich bin natürlich nicht so der sich mit Zelda so weit auskennt, dass er da irgendwas beurteilen könnte. Aber ich denke, das ist ein ganz besonderes Lied, ja. Und das muss man, finde ich, relativ wenig benutzen. Immer nur, wenn diese komischen Blöcke hier sind. Ja, hier ist ein komischer Silberrubin hinter. Aber wie komme ich an diesem einen, der in der Luft war? Ach so, ja, doch, ich weiß es. Ich weiß es. Da ist natürlich Wieso ist das denn schon wieder zu? Da ist natürlich Genialität gefragt, ne? Ganz klare Sache. Ich denke, ich brauche die... Hermes-Schuhe hier. Komm, rüste mal aus. Super. Und zack. Na, von hier aus natürlich, ja. Das war mir von Anfang an klar, definitiv. Und zack. Und ja, super. Da kommen wir auch endlich weiter. Ohne das wären wir noch nicht weitergekommen, ja. Oh, hätte mich aber auch gewundert, denn wie soll man denn so ein großes Geheimnis hier umgeben können? So. Weiter geht's. Wieder nur... eine Truhe. Und da kommt so ein schleimiger Gegner runter. Ja, ein kleiner Schlüssel. Ist nicht schlecht. Werden wir brauchen. Ah, nein, 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 nein. Geh weg. Du schleimiges, ekliges. Ah! Nein. Okay. Sicherheit geht vor. Denn die Dinger können einen richtig aus der Bahn werfen, was den Dungeon eingeht. Ach, das ist fies.
So, dann gehen wir noch mal eben zurück. Zack, 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 zack. So, dann würde ich sagen, oh, machen wir im nächsten Part weiter. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. So, wo müssen wir denn lang? Ja, wir müssen diese Tür öffnen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall und ciao.